Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2. Ja, die gute Lucathiel steht hier wieder. Die haben wir ja bereits kennengelernt, unten in der Niedermannswerft. Und ja, ich würde mal sagen, unterhalten wir uns mit ihr, ne? I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you? The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer sowas verursachen kann. Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. Immer wieder gern. This is for you. Oh, sie gibt uns was. Ein Menschenbild. Oh, danke schön. Of course, I have no idea what it is. Was? Our land of Mirror is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mirror. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things. My sword and my loyalty to my lord. Interessant, interessant. Da kriegen wir ein paar Infos mal von der Lucatil. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to. Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. Die hat ihre Maske abgenommen. Oh, Lucatil, du hast deine Maske abgenommen. Sie ist auch verflucht, ne? Ja, sie ist auch verflucht. Oh Gott, die Arme. I'm sorry. To burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. Ach, kein Problem, gerne, gerne. I'm sorry. Ja, to burden okay. You with I suppose I've grown weary. Okay, oh, die arme Lucatil, sie ist auch vom Fluch befallen anscheinend, ne? Man sieht's ja an ihrem Gesicht. Eigentlich eine sehr hübsche, ne? Muss man ja sagen. Ja, nettes Mädel, Lucatil. Außergewöhnlicher Name, finde ich ja cool. So, dann haben wir wieder einen dicken. Dann geht's wieder tief runter. Eieiei. Und da ist eine Leiter, da geht's nach oben. Okay, dann. Da geht's wirklich hoch. Gehen wir erstmal hoch. Immer schön umgucken, Freunde. Immer schön umgucken. Dann wollen wir doch mal gucken. Hochklettern. Was haben wir ein schönes? Ich hoffe, keine Feinde oder so. Boah, habe ich mich erschrocken von dem Dingen da. Eine große Titanitscherbe. Perfekt. Wunderbar. Oh ne, hier gehe ich nicht runter. Da springe ich lieber, Freunde. Ja, na, leider etwas Schaden. Aber nichtsdestotrotz. Es läuft ja, ehrlich gesagt, wunderbar. Da können wir rüber. Da ist so ein Typi. Warte mal. Hallo. Hey, du. Hey. Ja, dich meine ich. Jetzt bloß nicht runterfallen. Er ist runtergefallen. Finde ich sogar noch besser. Ich wollte nämlich mit ihm eigentlich da drinnen kämpfen, weil, ja, genau das sollte mir nicht passieren. So, was haben wir hier Schönes? Gelobt sei die Sonne. Na toll, hier ist keine Sonne. Hier ist es eigentlich ziemlich düster. Und ich glaube, genau das soll es nämlich auch sein. Oh, oh, Vorsicht, schwarze Fässer. Na, noch einmal. Oh, wir dürfen bloß nicht an die schwarzen Fässer kommen. Und wieder so viele Hunde hier, ne? Jawolle. Sehr schön. Oh, da ist ja noch einer. Grüß dich. Grüß dich. Und da liegt sogar ein Item. Finde ich sogar noch besser. Ah, wieder du mit deinem Blutungsschaden. Oh. Ja, jetzt hat er uns einmal erwischt, weil er komisch in der Wand hängen bleibt. Ja. Du kommst nicht, ne? Nö, bleib mal schön da.
Eieiei, Freunde, Freunde, Freunde. Goldharz, coole Sache. Blitzverzauberung. Nachricht lesen. Abkürzung voraus. Ja, klar, Abkürzung voraus. Hör mal, Kollege. Da ist eine Tür und die Tür ist zu. Klatscht unten auf den Boden. Abkürzung voraus. Da bist du direkt hops. So, was haben wir hier Schönes? Lügner voraus. Ja. Du bist der Lügner, oder was? Hallo? Ja, komm mal her. Die haben. Was haben die eigentlich? Eine Sichel, ne? Oder sowas in der Art? Boah. Meine Güte. Das muss aber auch sein, ne? Oh, jetzt haut ihr mal zu. Ah, Mist, hat uns doch noch einmal getroffen. Ein fettes Pulverfass, ne? Sollen wir mal rollen? Roll. Tja, und geht nicht hoch. Klasse. Haben wir Feuerpfeile? Lass mich mal gucken. Haben wir Feuerpfeile? Haben wir. Können wir doch bestimmt platzen lassen, das Ding. Bestimmt. Mit Feuer. Jawolle. Oh. Genial. Oh, ja. War ja auch genial. Hallo. Hallo. Ja, komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Na, der hat uns auch wieder getroffen. Verdammt nochmal. Wir müssen echt abwarten. Ja, der hat gegen den gekämpft, ne? Ja, das ist direkt noch einer. Na, komm mal her. Oh, ich höre jemanden schlagen. Na, diesmal nicht. So. Gegenstand aufheben. Seele eines namenlosen Soldaten. Wunderbar. Oh, toll. Sackgasse. Können wir da durchhauen? Hi. Na, komm schon her. Hier. Fall mich an. Durchschießen wird wahrscheinlich so und so wieder nichts, ne? Ja, komm wieder her. Ach Mensch, ich wollte deine Seelen haben. Oh, jawohl, da ist ein Feuer, ne? Verschlossen. Oh, da ist eine Truhe. Ich will die Truhe haben. Erstmal gehen wir ans Feuer. Jawohl. Ach, da ist sogar ein Weg. Leuchtfeuer entzündet. Sollen wir hier... Nee, sollen wir nicht regenerieren. Rufsymbol. Bruce. Bruce, du hast gar nichts an. Und ein schickes Schwert. Ach, Jick. Nee, das ist einer der Schmiede, ne? Hi. Ja, lach ruhig mal. Oh, why can't they all be this easy? We've got a wild one here. Shape up. Shape up, I say. Damit meint er jetzt nicht uns, oder? Oh, that's it, yes. That's the way. Dear flame, how brightly you burn. Okay, es ist auf jeden Fall ein Schmied. Auf jeden Fall. I ought to fetch a new ember. Flame, dear flame. Ich will mit dir handeln. Ich will wissen, was du dabei hast. I ought to fetch a new ember. Neue Glut. Flame, dear flame. Ich versuche es jetzt noch einmal. I ought to flame. Alles klar. Okay, dürfen wir denn deine Truhen plündern oder wirst du dann sauer? Wollen wir noch einfach mal gucken. Jawolle, Gegenstand aufheben. Schwerer Bolzen. Coole Sache. Ja, irgendwie darf man hier ja, alles plündern. Die meckern da irgendwie überhaupt gar nicht. Eisenpfeile, sehr schön. So, dann wollen wir hier auch mal eben gucken. Gegenstand aufheben. Eine Titanitscherbe. Oh, 5 Stück. Ja, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Hat sich ja schon mal gelohnt. Und große Titanitscherbe. 2 Stück. Ach ja, hier. Ihr habt ja gesagt, diese Kohledinger hier, ne? Die soll ich hier mal anzünden. Das können wir eigentlich ja mal eben machen. Und zwar alle, die ich finde. Warum auch immer. Wie war das nochmal? Hier, Fackel anzünden. Genau. Gib mal eben die Fackel. Das war nämlich noch als Tipp da. Und das werde ich natürlich auch gerne machen. So, dann haben wir nämlich nochmal 1 entzündet. Aber jetzt will ich natürlich wieder wechseln aufs Schild. Genau, wir haben schon, ich glaube, knapp fast eine Stunde haben wir, Minoko, okay. Eine Fackel, weil ich extrem cool finde. Meine Güte, warum lassen sich die ganzen Spieler hier beschwören? Haben wir schon einen Boss hier? Ich habe noch keine Nebelwand entdeckt, außerdem ist da unten eine Sackgasse. Und das da oben habe ich auch gesehen, wie man da auch immer hinkommt, über diese riesige Mauer.
Tja, Abkürzung ist keine Abkürzung. Oben war, meine ich, noch so ein Felsvorsprung. Obwohl, warte. Nö. Da ist keine Abkürzung. Kann man da unten eigentlich hin? Nee, okay, da unten ist Wasser, ne? Ja, das ist tot. Ja, da müssen wir anscheinend rüber. Ja, schön vorsichtig. Das habe ich gehört. Da war schon wieder so ein Rufsymbol. Warum rufen die Leute denn hier mal ein? Ich hoffe nicht, dass wir jetzt gleich direkt schon auf den Boss treffen. Aber naja, lassen wir uns überraschen, ne? Nachricht lesen. Vorsicht vor zäher Feind. Oh, kommt da ein Specki? Kommt da ein Speckmops? Hallo? Nö, ist doch nur einer. Nur einer. Ja, kommt mal mit. Kommt mal mit zwei, ne? Ach du Schande. Jetzt geht's aber los hier, Freunde. Jetzt ist es. Ja, 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 genau. Oh, zwiebelt mir mal richtig einen rein, Freunde. Ach du Schande. Drei Stück wieder, ne? Ich hasse es. Ich hasse es. So, jetzt sind hier einmal dran. Die brauchten drei Schläge, ne? Oh, oh, nein, 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 nein. Ja, war ja klar. Zu wenig Ausdauer. Also die Ausdauer macht mir manchmal echt Sorgen, ne? Muss ich ehrlich zugeben. So, ein, zwei und eins. Jawohl. Einer weniger. Muss nur einen richtigen Augenblick abwarten. Oh nein, 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 nein. Ach, verdammt. Oh. Dieser Ausdauer. Oh. Ja. Euch kriegen wir noch hin. Ja, zäher Feind. Wahrscheinlich Horde von Feinden. Meine Güte. Ja. Ramon, du bist wieder so Intelligenz. Ja. So, wollen wir doch mal gucken. Haben wir noch mehr? Ja, wieder zwei Stück. Zwei. Bis jetzt. Stell mal vor, alle fünf kommen. Das wäre der Hammer. So. Nein. Da werden wir jetzt mal ganz geschickt rollen. Ja, komm, hau drauf. Du kommst eh nicht durch. Ah, ja. Was habe ich gesagt? So. Umgehauen, das Ding. Tja, sieht doch eigentlich ganz gut aus, aber das war jetzt nicht unbedingt ein zäher Feind, ne? Es waren nur verdammt viele. Tschu, tschu, tschu. Gehen wir erstmal runter. Gehen wir erstmal runter. Kann man die... Ja, da ist wahrscheinlich auch nichts drin, ne? Nee, da kannst du echt knicken. Das kannst du knicken. Dass man da nie etwas findet. Ups. Finde ich schon manchmal ein bisschen komisch. So, haben wir hier noch einen Feind? Hallo? Ach, guck mal, hier ist die Tür. Hier ist die Tür mit dem Abgrund, ne? Ja. Also nicht runterspringen. Oh nee, komm, der hat die aufgemacht, ist gerade ausgelaufen. Ja, klar. Und ist runtergefallen, weil er einfach gerade ausgelaufen ist. Ah, schön. Aber schade, dass es hier ein... Ja. Oh, hier ist schon wieder so ein Ding. Sollen wir so einen Schmetterling verbrauchen? Ich gehe gleich eben zurück zum Leuchtfeuer, ne? Das machen wir dann eben. Ich meine, ihr habt mir den Tipp gegeben, ein Menschenbild, und dann ziehen wir das auch durch, Freunde. Das machen wir dann. Jetzt gehen wir mal eben gucken, wo die Leiter hier hinführt. Hallo? Oh nee, in eine Zelle oder so, ne? Hallo? Oh, da stehen welche. Ja, da stehen welche, ne? Guck mal hier, wie sie da stehen. Die fiesen Schweine. Oh, oh, nochmal geblockt. Glück gehabt. Ja, dann kommt mal her. Eins und zwei. Die machen nochmal ein, zwei hier. Ah, verdammt. Hat uns richtig böse erwischt, verdammt. Wir kämpfen aber wieder schlecht. Was ist denn los hier wieder? Schon zu lang gespielt, hä? Und da haben wir eine Nebelwand. Klasse. Lebenstein. So, diesmal aber mal richtig hier. So, wenn wir schon die Heilung dabei haben, dann können wir die auch benutzen, ne? Ist ja eine coole Sache mit dem Wundern. Da sind wir hochgekommen, ne? Ja, hallo, mein Freund. Na, wie ist es denn? Na, kannst du nicht her, ne? Doch? Nee, die kennen den Weg hierhin, glaube ich jetzt nicht. Oh, 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 oh. Die kommen jetzt nicht hier lang, ne, oder? Warte mal, dann gehe ich mal schnell runter. Los, lass dich runterrutschen. Da gibt es einen zweiten Weg hin. Boah, Tatsache, die kommen von woanders her. Ja, sehr schön.
Ach, Mist. So, jetzt bin ich nicht dran. Ah. Das ist schon der Hammer. Also, die sind nicht ohne, die Gegner. Die sind nicht ohne. So, jetzt sind wir hier unten. Also, das Feuerchen da unten werde ich auf jeden Fall anmachen für uns. Ja, klar. Das werde ich machen, aber dann wahrscheinlich auch offscreen. Wenn was passiert, dann gucken wir mal. Was sind hier wieder für 1000 Rufsymbole? Nachricht lesen. Hinterhalt voraus, aber dann Hallo? Oh, hier müssen wir aufpassen. Das sind schwarze Fässer, ne? Eieiei. Wollen wir mal den Hebel zielen? Ziehen. Tja, Freunde. Freunde. Jetzt sind wir hier. Alles klar. Wollen wir uns mal umgucken. Nebelwand voraus, Freunde. Ich kann mir denken, was Sache ist. Verbündeter voraus. Oh, nee. Lucatil? Nee, Pilgerin Belclair. Okay. Das müsste ein NPC sein, ne? Mit so einem Namen. Oh, Freunde, dann kommt wieder ein Boss, ne? Dann kommt wieder ein Boss. Könnte ich drauf wetten. Kommt ein Boss? Kommt ein Boss. Ja, hier. Guckt euch das mal an. Klar, guck mal. Der gute Mario, den können wir rufen. Und wir können rufen Zellbreck. Okay. Freunde, ihr wisst, was Sache ist? Wir werden... Obwohl, dann wird der Kampf wieder so einfach wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal heilen. Die Heilung dauert nämlich extrem lange. Dann werden wir uns das Estus aufsparen. Nehmen unser Heideschwert. Rufen die Pilgerin Belclair. Und dann werden wir mal gucken, was uns da hinter der Wand erwartet. So, Phantom wird gerufen. Da kommt sie auch schon, die Gute. Komm, da können wir auch mal winken. Genau, winken. Hallo. Du bist... Wie das letzte Mal in der Folge, kein Computer, ne? Nee, kein Spieler, meine ich. Ja, wir könnten uns natürlich jetzt hier noch Hilfe rufen anhand deines Freundes. Was machst du denn? Ey! Was machst du? Ja, du bist freundlich, ne? Oder? Okay, wollen wir doch mal gucken, was uns erwartet. Boah, Freunde, ich bin gespannt. Noch ein Boss. Ein Boss. Drei! Oh mein Gott. Ja klar, du kommst runter und kriegst direkt mal einen gesammelt, oder was? Jetzt geht's aber los. Was sind das denn für Viecher? Oh, guck mal, der ist abgestürzt. Komm, schnell Lebensstein. Ich werde da keinen Meter runtersetzen. Du kommst... Doch, der kommt hoch. Boah. Oh. Und drei Gegner. Das ist der Hammer, ne? Lass die Belclair in Ruhe. Ach, das ist eine Magierin, ne? So, dann werden wir die einfach mal einen reinsammeln, bis du wieder die Aggro auf uns hast. Oh, die Belclair sieht nicht gesund aus. Noch ein Hit. Jawohl. Ah, ein Doppelkombo. Ein fieses Etwas, ne? Jawohl. Und jetzt, jawohl, der erste ist kaputt. Oh, Backe, oh, Backe. So, wo sind die anderen? Oh ja, da hinten. Okay. Eieiei. Ich bleib mal bei ihr. Mal gucken. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Die geht runter. Oh nein. Oh nein, wir sind auch unten. Und oh. Nein, zwei auf einmal. Oh, komm, mach kein Mist. Oh, jetzt hat die aber ein Problem, ne? Da wollen wir doch mal eben kurz fix helfen. Hallo. Boah, das ist eine üble Attacke. Und direkt gegen zwei auf einmal. Boah, da werden wir jetzt... Boah, verdammt. Da wurden wir doch nochmal getroffen. Komm, trink mal schnell einen Estus. Boah, wir müssen der Pilgerin helfen. Die darf man nicht kaputt gehen. Komm, drauf da. Ach, verdammt. Wurden wir wieder getroffen. Ja, fies hier. Oh, oh, aufpassen. Nicht, dass sie uns in die Zwickmühle nehmen. Ja, das dachte ich mir. Ja, das habt ihr euch so vorgestellt, ne, meine Lieben. Aber ich kann blocken. Ich kann blocken. Oh, oh, nee, 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 nee. Oh, ja. Oh, was ist das denn? Oh, nein. Oh, aua. Hör auf. Oh mein Gott. Jawohl, wieder eine Hops und... Boah, der haut durch den ganzen Block. Aber, oh ja, wen haben wir denn hier? Ricky, Yahim und... Alessia. Und da sind so Hops. Jawohl. 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 Wir haben es geschafft. Genau. Ruinwächter-Seele. Ja. Ach du meine Güte, Freunde. Ui. Ui, 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 ui. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Gegen drei Stück. Drei Stück. Heftig. Hätte ich nicht mit gerechnet. War doch nochmal ein interessanter Boss, muss ich doch ehrlich zugeben.
So, wechsel mal wieder. Oh, das Schwert ist schon echt böse gedamaged. Da werden wir mal eben kurz wechseln. So und so, wir sollten mit dem... Der Streitkolben hätte jetzt wahrscheinlich besser funktioniert mit denen. Muss ich da ehrlich zugeben. So, jetzt sind wir aber runtergefallen, ne? Verdammt, jetzt kommen wir gar nicht mehr zurück. Das ist boring. Nachricht lesen. Scheinbare Wand voraus. Tatsache. Dankeschön für die Nachricht. Die können wir auf jeden Fall bewerten. Dankeschön, Dankeschön. Oh, hallo. Ich will hier raus. Nee, Moment mal, ich will hier raus. Hier sind bestimmt noch mehr Wände, ne? Bestimmt. Bestimmt, bestimmt. Ich meine, habt ihr die große Halle gesehen? Hier aber anscheinend nicht. Gut, wollen wir mal hoch? Tja, Freunde. Eieiei. Heftige Sache, muss ich ehrlich zugeben. So ein fetter Boss. Guck mal, hier ist doch eine Wand. Oder sieht das mal so aus? Ist das von der Grafik her? Erstmal gucken. Stille. Cool, Stille. Was ist denn Stille? Guck mal hier, das meine ich. Das ist doch eine Wand. Oder? Nee, das ist nur so grünlich, ne? Aha, aha. Ja, ja, ja. Hier sind noch mehr Wände. Wir werden jetzt mal eben die ganzen Wände hier abklappern. Ist ja klar, Freunde. Oh, da sind wir wieder oben. Das ist gut. Nee, das ist nicht gut. Was ist das? Können wir da hinten rüberschießen? Ja, ne? Treffen wir den von hier? Nee. So, jetzt können wir gar nicht rüberschießen. Und noch einmal. Nanu. Naja, funktioniert nicht. Egal, Gegenstand aufheben. Dreimal Heimatknochen. Cool, dankeschön. Nee, bleibt mal auf dem Streitkolben. Ja, das ist natürlich klasse. Ach, genau, da, so oben sind wir reingefallen. Da haben wir gekämpft, ne? Hier unten, alles klar. Ja, da müssen wir noch irgendwie auf die andere Seite. Meine Güte, Freunde, ich bin immer noch total unter Adrenalin, muss ich ehrlich zugeben. War doch spannender als gedacht. War doch echt phänomenal. Guck mal, da ist auch wieder eine Schrift. Das heißt, hier ist auch eine Wand. Ja. Schöne Sache. Scheinbare Wand voraus. Bewerten. Oh, eine Kiste. Schick. Schick, schick. Gegenstand nehmen. Ein Zielschild. Coole Sache. Aber außer die Bossseele haben wir auch gar nichts bekommen, ne? Leider, leider. Leider, leider. Haben wir gar nichts bekommen. So, ich klappe jetzt mal eben kurz die Wände ab, weil... Nö. Weiß man ja nie. Da hinten. Ich hoffe, wir kriegen jetzt ein Leuchtfeuer. Wir haben 35.000 Seelen, Freunde. Das ist enorm. Das ist richtig enorm. Guck mal hier. Ne, der Gegner war mal nicht einen oben drüber, ne? Hatten wir ja gesehen. Aha, aha. Jawohl, guck mal hier. Genial. Genial. Coole Sache. Guck mal hier. Nanu. Nicht, dass wir von oben zerquetscht werden. Und hier ist nix. Hier ist nix. Nee, aber ich höre über uns einen Feind, ne? Nicht, dass der runterkommt. Und hier, oh, jawohl. Oh, nee, stopp. Eine rostige Münze, immerhin. Die erhöht das Glück. Da können wir auch hier nochmal gucken, ob hier noch eine Wand drin ist, in der geheimen Wand. Ist eine coole Sache. So, und dann werden wir natürlich, wie wartet denn nochmal hier, eine Nachricht verfassen. Und zwar... Bla blub voraus. Objekte. Nebelwand, Leuchtfeuer. Ne, Tür. Hebel fallen. Ne? Gegenstand voraus. Illusion. Was haben die anderen denn geschrieben? Irgendwas voraus. Tür voraus. Truhe voraus. Schalterfackel. Geh mal hier zurück. Ich muss mich natürlich da jetzt mal eben kurz ein bisschen durchfummeln. Orientierung, links oben, ne. Nee, ach, nicht löschen. Einmal zurück. Konzepte. Ach du meine Güte. Ich meine, ich habe da natürlich mal reingeguckt, aber so richtig geschrieben habe ich noch nie. Hier finden wir nichts darunter. Techniken. Ja, wo war denn Aktionen, Orte, Objekte? Nee, Objekte waren wir eben. Orte, das war ja scheinbare Wand voraus oder so, ne? Labyrinth, Versteck, wo haben wir es denn? Hier, scheinbare Wand voraus, ja, speichern. So, Freunde, da haben wir nämlich nach langer, langer Zeit und nach den ganzen Folgen jetzt mal hier... Och, da steht ja auch schon eine Nachricht. Habe ich die jetzt über jemand anderen geschrieben? Ich will es nicht hoffen.
doch jetzt auch mal unsere erste Nachricht geschrieben. So, ich hoffe, ich bin jetzt alle Wände abgeklappert, aber ich denke schon. Ich hoffe, es hat gefallen, meine Güte. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen beruhigen nach dem ganzen Adrenalin. 3 Bosse, Wahnsinn. Zum Glück hatten wir einen NPC dabei, weil 3 war heftig. Ja, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin.